Hat er irgendwas? Bienenschwarm, Tierhaut? Ich dachte, er hätte wenigstens was Besonderes dabei, aber von wegen. Kleinen Moment mal eben, warte mal. So, nochmal eben kurz husten. So. Ich dachte, die haben wenigstens mal irgendwas Besonderes dabei, aber von wegen, ey, gar nichts. Durchsucht die Höhle am Ausgang, okay. Aber das war nicht der, der bei uns da vor der Höhle stand. Wir brauchen noch einen Bienenschwarm. Für die Stachelbombe. Haben wir nichts mehr, müssen wir mal demnächst mal wieder ein bisschen auf der Jagd gehen oder ein bisschen looten gehen. Was haben wir denn da unten rechts in der Ecke für ein Crafting-Symbol? Handwerk. Ach, guck mal an, was können wir denn machen? Ein Tobsuchtsplitter. Den machen wir mal. Wirf Tobsuchtsplitter. Tobsuchtsplitter, um Gegner in Raserei zu versetzen, sodass sie andere Gegner angreifen. Aber ich nutze kaum die Splitter. Ist ein bisschen, naja, müssen wir mal gucken. So, wir kommen. Und die haben natürlich von dem Ganzen natürlich nichts mitbekommen. Selbstverständlich. So, pass auf. Mal gucken, wo die lang gehen. Kommen die jetzt hier hin? Natürlich kommen die hier hin. Natürlich kommen die hier hin, oder? Kopfschuss. Multikill. So. Oh, guck mal, da hinten laufen nochmal zwei. Das gibt's doch gar nicht. Wo kommen die auf einmal her? Ich treffe ihn nicht. Wegen seinem scheiß Nebel. Das gibt's doch nicht. Alter. Wo ist er denn? Seh mich. Boah. Alter. Wie er weggeflogen ist. Alter, wie einfach. Huch. Das gibt's doch gar nicht. Willst du mich verarschen? Alter, wie er einfach aus dem Bild geflogen ist und dann die Klippe runter. Ruhe da oben. Wie er einfach aus dem Bild fliegt, ey, Alter. Und dann unten in die Schlucht rein. Habe ich ein bisschen gefeiert, muss ich ganz ehrlich gestehen. Habe ich ein bisschen gefeiert. Voll geil. So. So, ich glaube, wir müssen hier hoch. Ich glaube, woanders kommen wir gar nicht lang. Alter Schwede. So, dann wollen wir mal. So. Dann schauen wir mal. So, dum-di-dum-di-dum. Müssen wir mal gucken. Wo wir jetzt wieder. Jetzt kommen wir wahrscheinlich wieder raus, oder? Hier ist ein Lager. Ich bin immer so ein bisschen vorsichtig. Auch ein bisschen manchmal zu vorsichtig, aber besser so als anders. Besser als so, als direkt drauf zu stürmen. Sehr schön. Hier in Sudamland abgeschlossen. So. Sehr schön. Oh, Ladebildschirm. Wo kommen wir denn jetzt hin? Lalalala, Ladebildschirm. Lalalala, Ladebildschirm. So. Alter, wie geil. Was für eine Höhlenknüppelei das gerade war. Ich verstehe es nicht. Wie der eine von der Klippe geflogen ist. Oh, Entschuldigung. Waida nata udam guana. Uparash. Darubalya, Laiwabi. Charufadaspi, Tasalwaya. Machi, Auchata. Utakarbuli, Mwana. Nusi, Saus, Hinacha. Ah. Wie geil. Das heißt... ja. Die Udam-Heimat. Ja, das ist schön. Das ist aber sehr schwer. Und ich glaube, ich möchte da noch nicht hin. Ich glaube, du kannst jetzt das Gegengift im Nahrungsmenü herstellen. Sehr geil. Ich hatte ihn jetzt kurz unterbrochen gehabt. Entschuldigt bitte. Ich kann jetzt das Nahrungsmenü, das Gegengift herstellen. Wo haben wir es denn? Einfache Heilung.
Feuerfest gegen Gift. Ah, wie geil. Das heißt... Ah, jetzt zum Beispiel könnte ich... Oh, cool, das machen wir mal. Pass auf. Ich versuche mal schnell dahin zu kommen. Jetzt können wir nämlich wahrscheinlich dann auch dahin. Huch. Um dort durch die Höhle zu kommen. Ich beeil mich mal ein bisschen. Jetzt habe ich natürlich logischerweise, so schlau wie ich bin, direkt das Blatt genommen. Das werden wir nicht schaffen, ich glaube nicht. Aber wir können es ja gleich nochmal nehmen. Dann können wir nämlich durch den Nebel gehen, soweit wie ich mir das jetzt denke, oder? Das ist doch das Gegengift für das Nebel. Für das Nebel. Mein Gott, es ist in Deutsch. Für den Nebel. Für den Nebel. Den Nebel, das Nebel, der Nebel, die Nebel. Kamen-Nebel. So. Da ist wieder Cosma gewesen. Cosma Schiefer. Alderholz. Da ist wieder Cosma Schiefer. Genau mit. Alter, ich kann das nicht lassen, überall rumzukrabbeln mit meinen Fettfingern. Ich muss überall rumfingern. Das ist so im Spiel, ja. Toll, jetzt habe ich natürlich super das Blatt verbraucht für nix und wieder nix, aber egal. So, pass auf. Gucken wir mal, dass wir da reinkommen. Ab in die Höhle. In die Höhle. Ja, und genau jetzt ist das Blatt zu Ende, weißt du? Das, Alter, das ist doch so unfassbar. Na komm her. Na komm. Na komm. Na komm. Na, wer will? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Na, wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Alter. Komm her. Komm her. Feiger Wolf, Drecksackhund. So. Entschuldigung. Ich erinnere nur an der einen Folge, wo der Wolf einfach abgehauen ist, der Penner. Scheiß Wolf, Drecksackhund. So. So, jetzt probieren wir das nochmal aus. Das heißt, ich muss jetzt mal eben so ein Blatt nehmen, ne? Ich probiere das mal. Haben wir ja genug von. Und jetzt kann ich da durchgehen. Stimmt das? Tatsache, wie geil ist das denn? Alter, wie cool. So. Nur wo muss ich hin? Gibt's hier noch? Hallo? Gibt's da noch die Möglichkeit irgendwie... Hallo? Hä? Das war's? Für eine dämliche Tasche? Für eine dämliche Tasche? Alter, ihr wollt mich doch auch verarschen. Nee, müsste noch mal kurz husten. Alter, für eine dämliche Tasche. Das gibt's doch gar nicht. Wie lächerlich das einfach war. Ich hoffe, wir kommen jetzt mal zu dem... Ich würde gerne wissen, wie kommen wir denn zu diesem Dings hier, zu dem Lager? Wie kommt man denn da hin? Wo befinden wir uns denn jetzt gerade? Hä, wo sind wir denn jetzt gerade? Ach, hä? Wieso sind wir denn jetzt... Ich verstehe es nicht. Erstmal jetzt hier hingehen. So. Jetzt gehen wir erstmal dahin, um das. Um den Außenposten da zu befreien. Das will ich mal machen. So. Aber da würde ich gerne schon hin. Ich höre schon wieder irgendwelche Leute. Aber ich hoffe, die lassen uns in Ruhe. Hallo? Mein Controller hat schon wieder so komische Aussetzer. So. Ach, guck mal hier. Es geht bestimmt hier lang. Ja, durch den Stargate-Tunnel. Wutsch. Zurück in die Zukunft. Und auf einmal ist der Urwaldmensch hier auf der Straße bei GTA. Was ein Gaming-Twist auf einmal. Was ist das denn da oben? Was ist das denn? Müssen wir mal gucken gehen. Wie hübsch das hier ist mit dem. Aber ich finde gut, ja, wie ich schon sagte, ich weiß gar nicht, welche Folge es ist, ich nehme das hier alles komplett an einem Stück auf, wie gut ich das finde, dass dieser Survival-Modus kommt, denn
Das Spiel bietet dir an zu schlafen. Klar, man kann Schlafen nutzen, um dann auf die Jagd zu gehen für besondere Tiere, weil nachts ja nur gewisse Tiere und so kommen. Aber momentan ist so ein bisschen das Schlafen, finde ich persönlich, so ein bisschen überflüssig eigentlich. Und durch den Survival-Modus wird das dann nicht mehr überflüssig, weil du musst ja quasi schlafen gehen. Alter, wie geil. Und das finde ich richtig cool. Also ich bin sehr gespannt auf diesen Survival-Modus. Ich hatte, der Wegpunkt ist unten, aber ich wollte... Ich schau mal eben, warte mal. Ach, der Weg führt jetzt wahrscheinlich hier lang. Dann sind wir quasi eigentlich richtig. Dann bleiben wir mal auf dem Weg hier. Dann müssen wir theoretischerweise direkt zu dem Dörfchen kommen. So, pass auf. Da können wir auch wieder runterklettern. Wo kommen wir denn da hin? Ach, nach unten, toll. Und da ist auch schon wieder so ein Stargate-Tunnel. Ich weiß gar nicht, was sie zu bedeuten haben. Ist das vielleicht ein Easter Egg, wenn man die alle anzündet, dass sowas passiert? Warte mal. Ist das irgendwas? Wahrscheinlich nicht, ne? Oder? Nur, dass wir besser gesehen werden. Schön. Ich dachte jetzt irgendwas passiert. Jetzt da hinten brennt das Ding dann auch. Naja. Ich zünde das Ding da unten mal an. Schaffe ich das? Geht das von hier aus? Ich probiere das mal. Ob ich das von hier aus treffe? Oh, natürlich nicht. Sollte höher zielen. Oh, komm. Das gibt's doch gar nicht. Das muss aber getroffen haben. Und das Ding brennt nicht natürlich, weil wir wahrscheinlich zu weit weg sind, dass er das anzeigt. Naja. Schön. Mal ein paar Pfeile herstellen. Ach guck mal, jetzt noch so ein Teil. Ich zünd die einfach mal alle mal an. Ist mir egal. So. Da brennt der Busch. Feuer, heiß. Entschuldigung, manchmal geht's mir immer durch, es tut mir leid. So, auf jeden Fall den Weg nach oben. Also ich glaube, das bringt gar nichts. Ich glaube, das sind einfach nur so... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wie krass riesig das hier ist. Wo müssen wir denn jetzt lang? Ich schau mal. Ah, okay. Ich glaube, wir müssen nach da oben. So, probieren wir mal. Ja. So. Jetzt sind wir oben. Und ich glaube, wir kommen so langsam unserem Ziel näher. Diesen Außenposten. So, müssen wir mal gucken. So. Hier geht es auf jeden Fall in eine Höhle. Vielleicht ist der Außenposten ja auch in der Höhle. Ich glaube zwar nicht. Aber wir können ja mal reinschauen. Wo sind sie? Wo sind sie? Ich nehme mal wieder die kleine Keule und zünde sie mal an. Ich will hier ein bisschen mehr sehen. So. Schöne Skulpturen übrigens hier. Gefällt mir. Ich mag sowieso das ganze Design vom Spiel. Ist ja mal was. Ist mal was ganz anderes. Wie immer nur diese dämliche Shooter-Geballer und so. Ich meine jetzt nicht, ne, für die Leute, die das Video sehen, sagen, wieso dämlich Shooter? Shooter ist auch cool. Ja, stimmt ja auch. Aber mal so eine Abwechslung mal. Nicht immer nur Peng Peng, Puff Puff, Pow Pow und sowas. Sondern auch mal so ein bisschen einfach nur rumknüppeln. Knüppel gesagt, ne? Ja, du weißt, was ich meine. Okay, wir können ja auch nach unten. Ich bin da überlegen, ob wir nicht mal... Pass auf, wir gehen mal nach unten. Ja. Ich weiß zwar nicht, was es bringt. Vielleicht finden wir da was Besonderes. Nein, wieso?
Wir sind jetzt wieder nach oben geklettert. Ich wollte nach unten kommen. Nein! Oh! Alter, bist du ein Demlack. Steinzeitmensch. So viel Brot. So, wie komme ich jetzt zum anderen Ding dran? Hier könnte ich jetzt mich rüberschwingen, um da rüber zu kommen. Die Frage ist, was... Aha. Eine Höhlenmalerei. Wo geht's denn hier hin? Ah, guck mal einer an. Mhm. Eine Beutetasche. Nehmen wir natürlich mit. Die Keule ist gleich zu Ende gebrannt. Ich frage mich nur, was es jetzt gebracht hat, dass wir jetzt hier rüber geschwungen sind, weil wir hätten eigentlich auch schwimmen können und dann hier rauf. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Fragt mich nicht. Fragt mich einfach mal was Leichteres. Was bringt mir das denn? Ist hier irgendwas im Wasser vielleicht? Sieht man natürlich sehr viel im Wasser. Ihr werdet wahrscheinlich nicht sehen, genauso wie ich gerade. Ich schwimme auf jeden Fall Fische rum. Ich werde hier mal auftauchen. Also im Wasser ist hier auch nichts. Ist denn hier irgendwas? Ne. Warum sind denn hier so unten so dämliche Haken? Wofür sind die denn? Hallo? Also das versteht mal einer, wer will. Voll super mega krasse Höhle, muss ich sagen. Einfach nur, um Leute zu trollen wie mich, die es einfach mal ausprobieren. So. Entzünden, natürlich. Um Leute wie mich zu trollen, die einfach mal da runterspringen, um zu gucken, ob da irgendwas Besonderes ist. Und nur für den Kack, AA-Beutel, der da in der Ecke lag, lohnt sich das jetzt auch nicht, hier runterzukommen. Muss ich ganz ehrlich gestehen, das war irgendwie, ja, No-Go. Naja, gut, mein Gott. Naja. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Gibt es denn hier noch? Ich gucke. Rechts und links geht's lang. Hier geht's auch lang. Ich weiß gar nicht. Wofür kriege ich jetzt einen Fähigkeitspunkt? Für was? Für Höhlenerkundung? Finde ich geil. Soll ich häufiger machen. Auch im Real Life. Höhlenerkundung. Kriege ich Fähigkeitspunkte für mein Real Life-Leben. Hier ist ein schickes Lagerfeuer. War das vielleicht nur so ein Rundgang, dass man hier vielleicht hätte auch lang gehen können? Ich geh. Au. Heiß. Es kann. Ja, natürlich ist ein Rundgang. Kriege ich jetzt nochmal einen Fähigkeitspunkt? Ein Fettigkeitspunkt im Übrigen wieder. Nein, kriege ich natürlich nicht. Toll. Wo geht's denn hier lang? Ach, da waren wir. Toll. Aber ist schon so, das Design ist schon cool gemacht. Also muss man lassen. Wenn das jetzt noch so ein bisschen. Wenn ich mir noch vorstelle, wenn die von Far Cry, die Jungs von Far Cry es entwickelt haben, ne, wenn die jetzt noch hier so ein bisschen so Horrorelemente eingebaut hätten, so in der Höhle, ne? So gruselige Geräusche, so vielleicht so irgendwelche, keine Ahnung, so irgendwelche, ja, weiß nicht, so irgendwas Monstermäßiges, Alter. Gut, wird zum Setting nicht passen, klar, aber das wäre schon geil, Alter, das Setting in Gruselatmosphäre, oh Gott. Oh Gott. Liebes Ubisoft-Team, ihr habt gehört, ja, Far Cry demnächst mit Horror-Elementen. Ich sehe nichts. So. Ich frage mich, wo wir hier sind auf der Karte. Ah, wir kommen so langsam unserem Ziel näher. Okay. Ich habe gedacht, es wäre einfach so ein Weg, aber das ist eine Höhle. Alter, wie groß das hier noch runtergeht. Oh Gott. Wie Gottes Willen. Mhm. Klettern wir mal rauf. So. Erstmal gucken. Erstmal Fackel anzünden. Feuer machen. Hab ich das gerade richtig gesehen? Ne, ich habe gedacht, ich sehe da gerade ein Spinnennetz. Will ich wissen, wo diese Blutspur hingeht? Hm. Um Gottes Willen. Warte mal, ich lösche mal eben die Fackel. Brauchen wir jetzt. Alter, ist das. Alter,
ist das krass hell. Boah. Ah, wie geil das aber auch aussieht, wenn du hier stehst, ne? Boah, das ist so cool. Und sogar auf der PS4 sieht das gut aus. Soll man nicht glauben. So. Okay, hier ist auf jeden Fall ein Lagerfeuer. Ah, guck mal an. Hier könnte man zum Beispiel ein neues Lagerfeuer entdecken. Das heißt, wir könnten hier pausieren alles. Belohnungslager öffnen mache ich natürlich nicht, weil ich ja nicht rangehen möchte.